herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann. Heute ohne die Tigerfarm zumindest erstmal. Der ist nämlich gerade beim Essen. Also, wie ihr sicher wisst, nehmen wir die Folgen ja immer zusammen auf. Also das heißt, nicht nur eine Folge pro Tag, sondern immer ein bisschen im Voraus. Weil sonst kriege ich das gar nicht alles gebacken mit meinen Arbeitszeiten. Und daher war er gestern schon, in der Folge gestern musste er essen und ist jetzt eben immer noch essen und ich mache hier weiter mit Feldbearbeitung. Und wenn er zurück ist, dann kann er das Schweinefutter verkaufen. Und ich glaube, da ist er schon. Herzlich willkommen zurück. Danke. So, dann müssen wir gleich Schweinefutter verkaufen fahren. Den Mist. Mein Traktor! Den Mist habe ich schon verkauft. Warte. Okay. Also jetzt nur noch das Schweinefutter. Was heißt verkauft? Ich habe das hochgefahren. Schweinefutter verkaufen, ja. Dann müsste man den Kredit fast zurückzahlen können. Ah, hast schon zurückgezahlt? Nee, das heißt Schweinefutter verkaufen. Ach so. Hallo Auto. Gerade am Ansehen von Feld 2. Hm, ich sehe es gerade auf der Minimap. So, was? Achso, ein neues Feld könnten wir uns dann vielleicht leisten eher. Oder willst du erst den Kredit zurückzahlen? Erstes Kredit. Dann sind wir auch komplett frei, da müssen wir auch nicht mehr denken, wir müssen Kredit zurückzahlen, sondern können einfach machen. Ja, aber dann nehmen wir ja wieder einen Kredit auf. Das ist der Vorteil, wenn du immer am Kreditlimit bist, kannst du keinen Kredit mehr aufnehmen. True story. Ja. Wenn du pleite bist, kannst du auch kein Geld ausgeben. Ja. Nee, aber ist okay. True Story. Hast du es jetzt abgegeben? Hä? Ich habe Abbrechen gemacht. Von den Missionen. Die fehlgeschlagenen Missionen. Da bin ich auf Abbrechen gegangen. Hä? Wenn man auf App abbrechen kriegt. Hä? Ja. Kann ja eigentlich nicht sein. Hä? Ja, merkst du was? Man muss das eigentlich noch mit Leertaste abschließen. Ja, aber abschließen kannst du ja nicht, weil du hast sie nicht erreicht. Ja, also das, da, so damit sagen, du. Duell? Ja, ja, genau, finde ich auch. So, dass du sozusagen bestanden hast, so drücke ich das jetzt mal aus. Scheiße, Alter, jetzt haben wir 100.000 minus. Guck. Vielleicht habe ich. Hab ich Erzähl. Vielleicht habe ich aber deshalb vor 2 Tagen keinen Erlös gekriegt. Von den Missionen. Ja. Beim Viehhändler war das okay. Ja, Schweinefutterpreis ist jetzt nicht perfekt, aber. Man kann ihn gebrauchen. Ist immer besser als irgendwas anderes. Ja, 4.500 ist schon okay. Ja. Ah, Mais könnte man noch schauen. Da war der auf dem Weg zu den, zu 1000. Der ist auch über 1000 jetzt. Wo hattest du das beim Viehhändler verkauft? Links, das sind so Bunkersilos. Ja? Da ist einfach ein, vorbeifahren. Ja, das ist das eine, was Schweinefutterfarbe hat. Da muss der rückwärts ranfahren. Ach, rückwärts? Jo. Ja, du kannst auch vorwärts, aber da musst du sehr nah ranfahren. Vorwärts, rückwärts ranfahren. Ja, ich konnte es gerade abkippen. Hab's jetzt. Na, dann ist ja gut.
Gleich mal das Minuswetter aus. Schade. Ja. Schade eigentlich. Was denn? Wir haben 10.000 plus gemacht. Geil. Gell? Yep. Dann kannst du den Mais noch verkaufen fahren. Mhm. Was bringt mir gerade? 1050. 1056. 57 bei mir. Nee, 1056. Hä, bei mir steht wirklich 1057. Bei der Kornmühle. Ja, bei der Kornmühle. Jetzt steht bei mir 1058. Bei mir Lol. Nicht. Bei mir nicht. Lol, warum hat man unterschiedliche Preise? Was soll denn das? Wegen der Synchronität, glaube ich. Das ist nicht immer ganz synchron. Macht aber keinen Sinn. Wenn, dann müsste es bei mir höher sein wie bei dir. Jetzt habe ich auch 58. Na wurscht. Mais. Na wurscht. Ne, Mais. So, Unkraut haben wir an, gell? Yep. Hm. Ist ja dein Lieblingsjob, gell? Mit GPS schon, ja. Feld 5 kostet nur 175.000. Oh, scheiße. Nur. Das ist okay. Guck auf den Kontostand. Ja, noch. Dreimal das, was wir. Viermal das, was wir haben. Ja, ein bisschen mehr noch. Haferpreis ist halt Erde. Erde, sagst du? Hm. Nee, ist 1037. Nicht ja. Erde. Das ist schlecht. Hafer war schon auf 1300, glaube ich. Oder sogar höher. Das wäre schön, wenn der mal steigen würde. Da haben wir nämlich ein bisschen was auf Lager. Was, wofür man dann hoffentlich auch Geld kriegen. Naja. Ja, aber ich glaube, das war wirklich, weil die Missionen noch offen waren. Aber ich dachte, die hätten wir schon alle zugemacht. Merkwürdig. Och, Hundi. Oh, Alter, du nervst. Ich bin Bauner. Moment. Ja, ja. Ja, ja, immer den Hund vorschieben. So tun, als würde er nicht mich meinen. Ja, wir machen im Moment irgendwie immer nur das Gleiche. Raps ansäen, Schweinefutter produzieren und verkaufen. Deshalb sollten wir mal noch ein bisschen uns ausweiten, was die Produktionsmöglichkeiten angeht. Und vielleicht auch mal Schweine noch mit dazu nehmen. Hi. Oder? Was meinst du? Was ist? Dass wir uns noch ein bisschen breiter aufstellen, zum Beispiel Schweine noch dazu nehmen oder so. Können wir machen, aber dann können wir das Schweinefutter halt nicht mehr verkaufen. Ich glaube schon, dass wir, nicht mehr so viel. Dass wir deutlich mehr produzieren, wie das wir verkaufen. Jetzt was? Jetzt haben wir gerade. Was? Ich habe deinen Satz irgendwie nicht so richtig verstanden.
Ich glaube, wir produzieren deutlich mehr Schweinefutter. Ah, nee, ja. Du hast recht, der Satz war doof. wir produzieren mehr Schweinefutter, wie die Schweine brauchen. Wo sind die Kornmüller? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Rechts oben, beim Sägewerk. Beim Dings da. Ich bin komplett falsch gefahren. Noob. Das war wirklich gerade noobig. Ja, nur ein bisschen falsch. Ja, das nur ein bisschen. Komplett an andere Seite der Karte. Muss nach Ost, fährt nach West. Ja, oder wir holen uns zumindest... Achso, da muss man auch die Parzelle kaufen bei den Schafen. Ja. Costa Quanda. 180, 183. Da könnten wir halt wieder das extra Feld machen. Beziehungsweise das Holz abernten. Genau. Wenn wir uns einen Harvester mieten, haben wir hier den China-Import drauf? Weiß ich nicht. Ich glaube, ja, haben wir eigentlich. Soweit ich mich erinnern kann, eigentlich schon. Aber wenn wir den drauf haben, dann geht's ja ruckzuck. Ich geh mal gerade Lucky Lucky machen. Oh, ja, mei. Ja, mei. Gesundheit. Dankeschön. Also, China-Import mieten kostet 1300. Einen LKW, weil mit dem anderen sieht man das Ding nicht gut. Den Warrior wären 6000, dann sind wir bei 7400. Also das war jetzt wirklich mein Riesenfail, dass ich komplett in die andere Richtung gefahren bin. Leicht. 7400. Wäre vielleicht schlau, vorher zu gucken, wo es genau hin muss. 30.000, bisschen was. Also wir könnten uns, der Komatsu ist der, kann der auch alle Bäume oder auch nur bis zu einer gewissen Größe? Der, welcher? Was ist der? Der rote meinst du? Jo. Ja klar, der kann auch alles. Nur der Sambo Rosenlöff kann das nicht, kann nicht dicke Stämme schneiden. Also wir könnten uns alles mieten, wird uns ungefähr 30.000 kosten. Was denkst du? Aber wir müssen uns ja eh erstmal die Parzelle kaufen. Stimmt. Fail. Daran habe ich gar nicht gedacht. Bitte, komm Geld rein. Ja, es kommt Geld rein. Nice. Was verkaufst du jetzt denn? Mais, gell? Genau. Na, besser wie nix. Warte mal, ist da jetzt Milch oder Butter? Warum ist hier immer noch Milch drin? Weiß ich nicht. Die Butterdingens geht immer aus. Ah, was wir auch machen sollten, ist das Butterfass einfach unten hinstellen. Unten? Ja, beim Hofladen irgendwo in der Garage oder so. Da müssen wir nicht noch so weit fahren. Und die Fässer können wir dann einfach reintragen. Ja. Dann ist es mit der Milch auch ein bisschen unkomplizierter. Ja. Okay, was mache ich denn nun? Das weiß ich nicht. Wir haben keinen Ladewagen mehr, kann das sein? Ja, kann sein. Ungeschickt. Aber wozu brauchen wir das momentan? Also wir haben noch 31.000 bisschen was Heu.
Okay. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Soll ich noch was verkaufen? Der Hafer ist halt nicht so schön. Vom Preis her. Schweinefutter hast du weg, gell? Ja, komplett weg. Ich schau noch mal. Gerste ist bei 1000 ja. Bisschen was. Was gibt's denn für Aufträge? Schau. Ich denke mal, Kartoffeln wollen wir nicht machen, oder? Nee, eher nicht. Würde 50.000 geben. Flügen, Feld 12 würde 30.000 geben. Okay. Und Feld 12 ist halt riesig. Oh, das ist nee. 30.000? Na, was ist, wenn wir die Maschinen mieten und uns selber noch ein Ding? Was mit was musst du pflügen? Wie mit? Warte. Feld 12 mit dem großen Pflug. Ja, mit dem größten. Wenn ich mir dann noch einen Tiefenlocker hole? Den 8 Meter? Aber ich weiß nicht, ob das mit als Pflügen zählt. Ja, normal schon. Also ich meine, dass ich schon so gepflügt habe. Auch Mission. Manchmal kriegst du den Pflug und manchmal kriegst du den Tiefenlocker. Naja, überlegen wir uns mal bis zur nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles. Und bis morgen. 16 Uhr RP. Real Farming auf der Schwatzing. Und um 19 Uhr hier die Hofbergmann. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.